Die Phoenix Wallet ist eine der besten Mobile Wallets on-chain, aber auch als Lightning Wallet zu empfehlen. Nicht nur, weil es einfach zu benutzen ist, es ist simpel, es ist innerhalb von wenigen Minuten aufgesetzt, sondern Sie können es auch mit dem eigenen Knoten, mit dem eigenen Verknüpfungspunkt oder wie man so schön sagt, Full Node auch verbinden. Zwecks Erhaltung und, ja, und Steigerung der Privatsphäre. Um das Rad nicht neu erfinden, habe ich mir vorgenommen, auch hier bei BISC Wallet das Video, das Tutorial von BTC Sessions, also von Ben Perrin, auf Deutsch, so gut es geht, auf Deutsch zu dubben, synchronisieren mit meiner Stimme, trotz meines chronischen Hustens. Und ja, ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall zufrieden sein und einen Leitfaden haben, Instruktionen haben und auch diese Phoenix Wallet auch weiterempfehlen an eure Freunde und Familienmitglieder. Der erste Schritt ist nun mal überhaupt an Bitcoin ranzukommen. Also ich würde es auf jeden Fall immer empfehlen, kein KYC Bitcoin. Also nicht über einen Exchange, wo ihr euch identifizieren müsst und so weiter, sondern versucht so weit als möglich, ich weiß nicht, entweder Peer-to-Peer, also von Person zu Person oder über einen Bitcoin-Automaten, wenn das noch irgendwie regulativ oder gesetzlich geht, dass man zumindest bis zum Betrag von 200, 250 Euro ohne KYC, ohne sich irgendwie ausweisen oder Telefonnummer hergeben zu müssen, zu kaufen, also irgendwie in Besitz von Bitcoin zu kommen. Das ist mal die erste Voraussetzung. Ansonsten, ja, beginnen wir mal einfach mit dem Setup und den Bedingungen, den Vorbereitungen, um die Phoenix Bitcoin On-Chain und Lightning Wallet aufzusetzen. Mein Name ist Kevin Davani. Ich bin der Host der Kevin Davani Connection Show oder kurz der Davani Connection Show, eine reine Bitcoin-only Podcast-Show auf allen möglichen Plattformen. Und jetzt starten wir. Gut, lassen Sie uns also in die Welt der Phoenix Wallet eintauchen. Damit Sie mal beginnen, Phoenix Wallet gibt es in jedem App Store, sei es Google Play oder iOS. Herunterladen, öffnen. Wenn Sie die App öffnen, werden Sie mit dem Begrüßungsbildschirm begrüßt, das im Wesentlichen durch die Funktionen der App führt. Sie können diese also einfach durchgehen. Sie werden darüber informiert, dass Zahlungskanäle bei Bedarf automatisch erstellt werden. Wenn Sie also neu sind bei Bitcoin und Sie verstehen nicht, was ein Zahlungskanal ist, stellen Sie sich das einfach als eine Verbindung zu dieser App vor, damit Sie mit dem Lightning-Netzwerk verbunden sind. So, und Zahlungen senden, empfangen können. Es heißt, dass die Gebühr für die Verbindung 1% beträgt. Es ist eine einmalige Sache. Es gibt ein Minimum, also nicht weniger als 3000 Sats zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Das ist ungefähr $1 irgendwo in der Gegend. Und noch einmal, zum Beispiel, wenn Sie 52.000 Sats sehen oder halten, die Gebühr für die Kanalestellung würden 3000 Cent betragen. Okay, Sie klicken einfach auf "Ich verstehe", dass Sie weitermachen und das heißt, dass okay, Sie haben die Kontrolle, es ist eine Sicherungsphrase generieren, in der alle Informationen gespeichert sind zur Wiederherstellung Ihres Bitcoin-Guthaben. Bewahren Sie sicher auf, 12 oder 24 Wörter werden das sein, schreiben Sie sie auf, bewahren Sie sie bitte sicher auf, wenn der App etwas zustößt oder Ihrem Telefon, können Sie diese Wörter verwenden, um diese wiederherzustellen. Also klicken Sie auf Starten. Und Hauptbildschirm, ja, da steht dann Nutzungsbedingungen gelesen, damit einverstanden und so weiter. Und wenn Sie die 12 Wörter haben, dann ja, können Sie sozusagen mit dieser die Brieftasche des Wallet neu wiederherstellen. So, es ist im Großen und Ganzen so, dass Sie jetzt alles eingerichtet haben und wissen, dass Sie über eine funktionierende Wallet verfügen. Aber es ist natürlich wichtig, Ihre Brieftasche, Ihre Wallet zu sichern. Lassen Sie uns also diesen Vorgang jetzt durchgehen. Denn Sie haben die Benachrichtigung auf dem Bildschirm und sie bleibt dort, bis Sie erhalten bleiben. Sichern Sie die Brieftasche, also öffne ich nur die Sicherung, meine Brieftasche, und da steht, hey, die Sicherungsphrase, bekannt als Seed, ist eine Liste von 12 englischen Wörtern, vollständigen Wiederherstellung, wenn nötig. Also halten Sie privat, teilen Sie das Seed mit niemandem und so weiter, also absolut paranoid bleiben. Verlieren Sie dieses Seed nicht, die Wörter nicht, und bewahren Sie sich am sicheren Ort. Wenn Sie also ja, Ihr Geld verloren haben, Ihre App verloren haben, Ihr Telefon oder 12 Wörter, mit den 12 Wörtern sind idealerweise beides, also wenn Sie das ein oder andere verlieren. Aber auf jeden Fall die 12 oder 24 Wörter absolut sicher aufbewahren.
Gut, es werden mir also die 12 Wörter angezeigt, die ich mir jetzt außerhalb des Bildschirms notiere und natürlich auf einem Blatt Papier schreibe. Das bedeutet, wenn ihr diese 12 Wörter seht, werdet ihr einfach, ja, dann damit auf das Geld wieder, auf die Bitcoin zugreifen können. So, jetzt gehen Sie diese nirgendwo, ja, also absolut sicher aufbewahren noch einmal. Wenn ich das dann aufgeschrieben habe, jetzt habe ich meine physische Kopie quasi. Ich habe ein Backup dieses Seeds und ich gebe auf OK. An dieser Stelle kann ich den Bildschirm dann verlassen. Alles und meine Brieftasche ist dann vollständiges eingerichtet. So, ein Überblick über die App. Also, der Überblick schaut so aus. Hier eben grundsätzlich haben Sie hier oben Ihr Hauptguthaben unten mit der Liste der Transaktionen angezeigt, wenn Sie mit dem Senden und Empfangen beginnen. Wenn Sie auf Tippen klicken, der Kontostand ändert sich standardmäßig US-Dollar oder Euro, aber Sie können zwischen US-Dollar, Sats und so weiter hin und her schalten. Wenn Sie noch kein Bitcoin-Neuling sind, Sie müssen nur wissen, dass es in einem ganzen Bitcoin 100 Millionen Sats gibt, aber die Leute neigen dazu, diesen Begriff zu verwenden. Sats werden jetzt häufiger durchgeführt, da es sinnvoller ist, mit den niedrigen Nennwerten statt mit Dezimalzahlen umzugehen. Unten auf dem Bildschirm haben Sie das Einstellungsrad und den Empfangs- und eine Aufsteig-Schaltfläche. In den Einstellungen erhalten Sie ein ganzes, ja, das ganze Menü und so weiter. Also möchten Sie die Sätze angezeigt haben, also die Seed oder mit Dezimalstellen einen vollständigen Bitcoin darstellen. Also es gibt verschiedenste Einstellungen, die Sie da machen. Durch können. Sie können mit dem eigenen Knoten, also mit dem Node verbinden. Brauchen wir jetzt keine Sorgen zu machen. Also Sie können sich standardmäßig über Tor natürlich auch verbinden. Können wir eingehende Zahlungen, Gebühren festlegen und all diese Dinge stehen in Details hier. Darauf gehen wir dann später darauf ein. In den App-Zugriffseinstellungen. Sie können Bildschirm sperren, ähnliches und vieles mehr. Sie können Ihre Wiederherstellungsphase erneut anzeigen lassen, wie wir es am Anfang mit dieser Einstellung getan haben. Und schließlich einige der erweiterten Dinge, die Sie haben, Protokolle, Kanäle schließen und so weiter, Kanallisten. Und Sie können tatsächlich alles löschen, ja, und wieder in den ursprünglichen Zustand bringen. So, darüber machen wir uns keine Gedanken. Hier ist der Empfangsbildschirm, dadurch erhalten Sie einen QR-Code, den jemand scannen kann, oder es gibt eine Art Schaltfläche zum Kopieren, über die Sie die Informationen also herzeigen können. Und Zahlungen senden können. Sie können auch dies bearbeiten, um einen bestimmten Betrag anzufordern, auf Rechnung erstellen klicken. Dann können Sie diese tatsächlich erhalten, Bitcoin, mit der regulären Bitcoin-Adresse, zum Beispiel also On-Chain, ganz normal sozusagen. Und wir werden das gleich erklären. Und dann können Sie schließlich tatsächlich scannen und über eine URL empfangen, Lightning-URL. Wir werden das gleich demonstrieren, wenn Sie den QR-Code erweitern möchten, um ihn zu erstellen. Einfach scannen, tippen, diese Pfeile dort. Wenn Sie über eine andere App teilen möchten, stehen Ihnen hier viele Optionen zur Verfügung. So, es öffnet sich hier App-Menü und das ist alles für den Empfang. Der Sendebildschirm öffnet standardmäßig über Ihre Kamera, sodass Sie die QR-Code scannen können. Unten haben Sie auch Optionen für die manuelle Eingabe, Einfügen aus der Zwischenablage, Laden des Bilds. Wenn Sie also einen QR-Code als tatsächliche Datei auf Ihrem Telefon gespeichert haben, könnten Sie das verwenden und für die manuelle Eingabe können Sie eine Bitcoin-Adresse, eine Lightning-Rechnung, eine LN-URL, eine Lightning-Adresse und alle möglichen Zahlungsmethoden eingeben. Ja, diese gehen wir dann gleich durch. Aber im Grunde haben sich hier und da alles dargelegt und die meistgefragten Fragen, FAQ, die beantwortet werden, hier können. Das ist das Layout für Phoenix. Also lasst uns dieses Wallet tatsächlich nutzen. Also das grundsätzliche Empfangen und Senden. Das Erste, was Sie natürlich tun möchten, ist etwas Bitcoin in Ihr Wallet halten. Wir gehen also einfach auf den Empfangsbildschirm. Wir machen es auf die direkt am Empfangen. So, dadurch erhalten wir hier eine Benachrichtigung. Ihr Portemonnaie, Brieftasche ist leer. Die erste Zahlung, die Sie erhalten, muss mindestens 10.000 Sats betragen. Also das ist die Voraussetzung. Also ja, die erste eingehende Transaktion muss schon einen bestimmten Schwellenwert liegen. Also, ich habe hier Phoenix zum Beispiel, hier noch ein Wallet, auf einem anderen Wallet, beim anderen Handy. So, jetzt klicke ich einfach, ja, und scanne hier den QR-Code. Das könnte also das gleiche sein wie eine Demonstration, die Sie vielleicht für das Onboarding von jedem machen würden. Neu auf dem Telefon des Absenders wird gefragt, okay, wie viel möchten Sie senden? Okay.
Ich kann also in Sats oder US-Dollars oder Bits oder Euro oder was auch immer. Also werde ich das rübersenden. Machen wir also 300.000 Sats. Hoppala, nicht 3.000 Millionen. Also das sind etwa so 90 Dollar jetzt in Dollar ausgedrückt. Gut, also lassen wir uns mal da hineintauchen, das Nutzen der Phoenix Wallet. So, also wir wollen jetzt mal ein bisschen Bitcoin in unsere Wallet bekommen. Das machen wir auf die einfachste Art und Weise, indem wir direkt am Empfangen klicken und jemanden bitten, den vorhandenen QR-Code zu scannen, ohne etwas eingeben zu müssen. Dadurch erhalten wir hier eine Benachrichtigung, Brieftasche, das Wallet ist leer. Die erste Zahlung, die Sie erhalten, muss mindestens 10.000 Sats betragen. Also ja, die erste eingetätigte Transaktion muss über einen bestimmten Schwellenwert liegen. Also denken Sie daran. Also ich habe Phoenix hier auf einem anderen Wallet, auf meinem anderen Telefon und so werde ich das auch einfach von diesem anderen Telefon auf die Schaltfläche senden, klicken, QR-Code einscannen. Das könnte also das gleiche sein wie eine Demonstration, die Sie vielleicht für das Onboarden ja, jemanden hier einschulen möchten neu. Gut, dann möchte er fragen, okay, welche Einheit in Sats, US-Dollar, Euro oder was auch immer in Bits. Also werde ich das rüberschicken, machen wir es also 300.000 Sats. Hoppla, nicht 3 Millionen. So, das sind etwa 90 Dollar ungefähr. Also drücke ich einfach bezahlen. Wir werden sehen, wie schnell die Zahlung angezeigt wird. Also drücke ich auf dem auf dem Telefon bezahlen, dann geht es los und so geht es ziemlich augenblicklich, also sehr unmittelbar. Schauen wir uns also an, was auf der Empfängerseite passiert ist. Ja, ich habe 300.000 Sets gesendet, aber wir sehen, dass hier 297.000 Sets steht. Ja, also sind eingegangen und die Gebühr von 3.000 Sets, das deckt die Kosten für Eröffnung des neuen Zahlungskanals ab. Was tatsächlich passiert ist, dass dieser Wallet jetzt damit verbunden ist, das Bitcoin Lightning Netzwerk und die Gebühr, die uns gerade entstanden ist, fallen nicht an, wenn wir eine weitere Zahlung erhalten würden. So. Als weitere kurze Demonstration, hier klicke ich auf Empfangen. Ich werde genau das Gleiche mit einer anderen Zahlung tun. Ich werde also auf Senden klicken, ich werde scannen und vielleicht werde ich dieses Mal das rüberschicken, rübersenden. Ich weiß nicht, sagen wir 5000 Sets und ich drücke einfach auf Bezahlen. Okay, ich habe das jetzt erhalten und der Absender hat eine Gebühr von etwa 5 Sets. Das ist ein Bruchteil eines Pennies. Ja, der Empfänger hat keine damit verbundenen Gebühren. Okay, also um nun zu zeigen, dass ich jetzt, wenn ich etwas erhalte, eine Verbindung habe, also einen Zahlungskanal und deshalb bezahle ich diese Gebühr nicht mehr und das können wir sehen hier. Zum Guthaben hinzugefügt und nichts wird davon entfernt. Also haben wir jetzt ein Guthaben, dass wir in der Lage sind, Bitcoin zu empfangen. Wir werden es in die entgegengesetzte Richtung jetzt senden, damit wir das sehen können, dass es einwandfrei funktioniert. In dieser anderen Brieftasche hier heißt es, ich wollte jemanden genau die gleiche Methode senden, mit der er auf Empfangen geklickt hat. So. Sehen wir uns mal an, wie das aussieht. Lassen Sie uns über 5 Dollar, ca. 5 Dollar schicken und beobachten Sie, wie es gleichzeitig passiert. Voilà, und schon da. So schnell geht das. So, das sind also 14 Sets, also wieder ein Bruchteil eines Pennies und los geht's. Und damit wir alle diese Transaktion hier sehen können, wir können tatsächlich auf die Transaktion klicken und dort alle Details sehen. Und wir können Ihnen, also die Notiz, wir können Notiz hinzufügen. Wenn ich gehe, also senden, kann ich da eine besondere Notiz hinzufügen, zum Beispiel, ja, bla bla bla, zu welchem Zweck. Hier ist also auf jeden Fall alles in Ordnung, funktioniert. Wir haben einige grundlegende Sende- und Empfangsvorgänge jetzt durchgeführt. Werfen wir einen Blick auf verschiedene Möglichkeiten, wie wir Rechnungen senden und empfangen können. So, also Rechnungen erstellen oder nutzen. Also bei einer Rechnung ist es im Großen und Ganzen das Gleiche wie vorher. Wir drücken zuerst auf die Schaltfläche Empfangen, aber dann gehen wir unten rechts auf den QR-Code und drücken auf den kleinen Stift und das Papier und so weiter. Ermöglicht es uns, einen Betrag festzulegen, den wir erhalten möchten. Nehmen wir also an, ich möchte, ich weiß nicht, 2000 Sets erhalten
Und auch hier kann ich mir beim Erstellen Notiz machen, wenn ich das wirklich möchte. Ich klicke auf Rechnung erstellen und jetzt ist dieser QR-Code tatsächlich mit dem Betrag kodiert, den ich erhalten möchte. Zurück auf der anderen Brieftasche, wieder auf dem anderen Wallet. Klicke einfach auf Senden, scanne den QR-Code und er füllt automatisch den angeforderten Betrag aus. Ich drücke auf Bezahlen und los geht's. Das Gegenteil gilt jetzt bei das Versenden, also werde ich das jetzt nicht demonstrieren, aber so verwenden Sie eine Rechnung in Phoenix Wallet. Da Sie möglicherweise nicht immer direkt vor jemandem stehen, der dies tun kann, QR-Codes zu scannen, so dass Sie die Informationen tatsächlich auch als Text kopieren und an jeden senden können. Wenn ich also empfangen klicke und hier eine tatsächliche Rechnung für beispielsweise weitere 1000 Sets erstellen lassen, werde ich diese Rechnung erstellen und dann bin ich dabei. Ich werde diese Ziffernfolge hier kopieren und sie mit einem Messenger an dieses andere Telefon senden. Ja, anschließend kopiere ich sie in die Zwischenlab, sodass ich sie einfach per Mail oder wie auch immer an mich senden kann. Ich werde sie abholen und wir werden sehen, wie es hier aussieht, wenn wir auf dem zweiten Telefon einfügen. Okay, habe jetzt alle Ziffern, habe alle Zahlen, die mir von diesem Telefon gesendet wurden, meine E-Mail-Adresse kopiert. Klicke auf Senden, es befindet sich bereits in meine Zwischenablage. Ich klicke unten auf Zwischenablage einfügen und es werden Informationen eingefügt. Wir werden sehen, dass automatisch ausgefüllt wird, was zu zahlen ist. Ich sende es ab und zu und los geht's. So, via LNURL, also Lightning-URL, empfangen. Das Letzte, was ich für den Empfang von dem Phoenix Wallet zeigen möchte, ist über etwas namens Lightning-URL, NL-URL. Hier können Sie im Grunde genommen scannen oder einige Informationen eingeben und es möglich, Ihnen tatsächlich durch Scannen einen QR-Code zu empfangen. Also werde ich das tun. Tun Sie es hier zum Beispiel. Ich habe hier einen Lightning-URL-Link für einen Dollar und ermöglicht mir, diesen quasi im Wert von einem Dollar einzulösen. Ich schalte also schaltgleich empfangen und dann wird angezeigt, dass das Lightning-URL-Link verwendet wird. Angezeigt wird, ich fahre meine Kamera hoch und dann kann ich einfach diesen QR-Code scannen, auf dem steht, dass Sie Gelder von lightsets.com einlösen. Das ist für eine Website, auf der Sie Tipps für die Leute machen können. Oder, ja. Es handelt sich um 3310 Sets. Ich habe jetzt 3310 Sets eingelöst und das wird jetzt in meine Brieftasche angezeigt. Und die Transaktion ist da, also nur eine weitere Möglichkeit, Geld auf die Phoenix Geldbörse zu erhalten. So, via reguläre Bitcoin-Transaktion, also On-Chain, auch kann man das empfangen, ganz normale quasi On-Chain-Bitcoin-Transaktion. Hier wollte ich auf dem Empfangsbildschirm noch etwas anderes zeigen. Und das ist, wenn Sie, also gehen Sie auf Empfangen und empfangen Sie von einem, also mittels einem Mechanismus, bei dem Lightning nicht aktiviert ist. Sie können immer noch über eine normale Bitcoin-Adresse empfangen. Wenn Sie also nach unten gehen, um eine Bitcoin-Adresse anzuzeigen, können Sie diese tatsächlich scannen und so Geld über Lightning empfangen. Jetzt ist es wichtig zu beachten, dass dieser QR-Code und die Adresse darunter nicht wirklich unter Ihrer Kontrolle stehen. Es handelt sich hier um eine Swap-Adresse. Unten wird erklärt, dass es sich um eine also Swap-Adresse handelt, die nicht von Ihrer Wallet kontrolliert wird, an die eine Ke also eine Zahlung gesendet, diese Zahlung wird in Lightning-Kalene umgewandelt. Einzahlungen müssen mindestens 10.000 Sets betragen, beträgt circa 1% von den Gebühren, wie bei der ersten Verbindung mit dem Lightning-Netzwerk, sodass jede Auszahlung von einer Börse und jede Sendung von jeder, also Sie können also eine andere Bitcoin-Wallet, sei es ein Hot-Wallet, ein Hardware-Wallet, an diese versenden einfach. Und die Phoenix Wallet empfängt automatisch das alles im Hintergrund, ja, man muss sich keine Gedanken machen, erstellt dann einen Blitzkanal zu Ihnen und überträgt diese Gelder auf Ihre Seite, auf den Lightning-Kanal, damit sie vollständig das Ganze finanziert ist und die Kontrolle über ihr Geld haben. Also sie ist jetzt auf Lightning, also gibt es hier offensichtlich ein gewisses Maß ein Vertrauen quasi in diesem Prozess des Sendens an diese Adresse. Aber es wird sehr schnell zu einem Lightning-Kanal. Wir werden dies natürlich jetzt vorführen, wir werden eine Transaktion an diese Adresse senden und dann werden wir sehen, wie es im Phoenix aussieht. Okay, also ich bin hier auf meinem Computer und habe die Sparrow Wallet geöffnet, also absolut exzellente Desktop Wallet. Machen Sie mit dieser Brieftasche also jetzt überhaupt keine Sorgen. Wenn Sie also eintauchen möchten, ist nicht notwendig, wenn Sie nur Phoenix verwenden und gerade jetzt angefangen
Aber im Grunde genommen mache ich mir jetzt keine Gedanken darüber. So, ich möchte jetzt 300.000 Sets senden. Alles, was ich tun muss, ist die Adresse auf meinem Telefon in meinem Computer einscannen. Also öffne ich einfach die Kamera und scanne sie ganz schnell. So, okay, perfekt. Und das ist es. Alle Informationen eingescannt und die ersten und letzten paar Ziffern einer Adresse nochmal überprüfen. Sicher ganz einfach, um sicherzugehen, dass Sie da alles korrekt haben. Die Zahlung, ja, dann signiere ich das Ganze, werde Transaktionen stellen, senden, und das Ganze ist dann schon unterwegs. Also sende ich einfach normale Bitcoin-Transaktionen an mein Telefon, also an mein Phoenix Wallet. Hier sehen Sie, so auf dem Hauptbildschirm bin ich jetzt wieder, also mein Empfang, eine On-Chain-Transaktion. Was Sie hier sehen werden, dass sich hier Guthaben anfangs nicht bewegt, aber unten werden Sie ein paar Kettenglieder quasi haben und daneben steht, dass der Betrag X eingegangen ist. Hier steht also, dass 300.000 Sets eingehen und was das noch bedeutet, denn es handelt sich im Grunde genommen um eine On-Chain-Bestätigung, die normalerweise etwa alle 10 Minuten oder so erfolgt. Sobald dies geschieht, wird das Guthaben in einem Blitzkanal angezeigt, der in meinem Guthaben zugeordnet ist und in dieser Brieftasche zugänglich ist. Wir werden also zurückkommen darauf, sobald es erledigt ist und der Kontostand wird dann offiziell aktualisiert, so dass ich jetzt tatsächlich auf dem Empfangsbildschirm dann habe auf meiner Phoenix Wallet und wenn ich zurückgehe nochmal, können wir einen aktualisierten Kontostand sehen, dass sich also um eine On-Chain-Bitcoin-Transaktion handelt, wurde ein neuer Kanal für mich erstellt, um von On-Chain zu Lightning zu wechseln, um mein Guthaben zu aktualisieren. Und damit kam die Gebühr von 3000 Sets für die Einrichtung des Kanals. Aber ansonsten bin ich hier jetzt vollständig eingerichtet. Also wenn Sie von einer Börse abheben oder einfach von einem regulären On-Chain-Wallet senden, die Sie bereits haben oder die jemand anderes bereits hat, mit Phoenix ist das durchaus alles möglich. Und jetzt sind Sie alle diese Geld so und dann über das Lightning-Netzwerk zugänglich. So, wie sende ich jetzt an eine Lightning-Adresse? Das ist jetzt ein Anbieter, ein anderes Telefon, das ich verwendet habe, also es die auch in der Phoenix-Brieftasche jetzt senden können. Wenn ich auf den Sendebildschirm klicke, wird natürlich der QR-Code-Scanner angezeigt, den Sie verwenden können. Wenn Sie dies möchten, können Sie natürlich auch aus der Zwischenablage das einfügen. Sie haben Lightning-Rechnung, aber können Sie auch manuell die Eingabe vornehmen. Durch die erneute manuelle Eingabe können Sie bei Bedarf eine Bitcoin-Adresse einfügen. Sie können aber auch eine Lightning-Adresse verwenden, sodass eine Lightning-Adresse wie eine ganz normale E-Mail-Adresse aussieht. Hier ist also eine Möglichkeit, ein Beispiel hierfür ist die Geiser-Phone-Seite von BTC Sessions, also auf der Sie auch Lightning-Tipps hinterlassen können. Dort gibt es natürlich auch QR-Codes, man kann es einscannen, aber auch Lightning-Adresse, oder über geiser.font, also damit kann man quasi BTC-Sessions, also Donations machen, Spende machen. Wenn ich auf OK klicke, lande ich auf der Zahlungsseite und dann kann ich einen beliebigen Betrag eingeben, also zum Beispiel 100 Sets. Ich kann auf Bezahlen klicken und wenn ich einen Kommentar hinzufügen möchte, dann mache ich einfach hier einen Test, drücke auf OK und es sollte ohne Probleme abgeschickt werden. So, und da heißt es jetzt abgeschickt und ich kann jetzt hier auf meine Geiser-Phone-Seite hier gehen. Ja, also hier 100 Sets sind hier aufgetaucht. Also im Grunde genommen, die E-Mail-Adresse ist alles, was hier eingegeben werden muss. Keine tatsächliche E-Mail-Adresse, es muss eine Lightning-Adresse sein, aber Sie können die Lightning-Adresse von Geiser oder von Albi oder Albi Wallet oder Satoshi Wallet oder Voltage erhalten. Da gibt es also verschiedenste, von Blink auch, da gibt es eine ganze Reihe von Wallets, mit denen Sie Lightning-Adressen verwenden können. Phoenix hat es hier nicht implementiert, da es einige Netzwerkfunktionen gibt, die mit eingehen müssen, da es irgendwo gehostet werden muss, um auf Ihrem Lightning Wallet zu verweisen, aber Sie können es trotzdem an Lightning senden, an Lightning Adressen von Phoenix, ganz einfach. Und nur am Rande, wenn Sie Neukrieg, Lightning Adresse, können Sie lightningadresse.com einmal durchchecken, wie Sie eine Lightning Adresse erhalten können, sowie eine Liste von Diensten, die eine einfache Einrichtung ermöglichen, um so eine sogenannte Adresse zu bekommen. So.
Das letzte ganz wichtig, die Wiederherstellung der Wallet. Werfen wir einen Blick darüber, wie der Wiederherstellungsprozess aussieht, wenn Sie Ihr Telefon verlieren und Ihre 12 Wörter verwenden müssen. Nun, das ist ein ganz ein völlig anderes Telefon, als ich, mit dem ich mich ursprünglich beschäftigt habe. So. Und wir werden hier so behandelt, als würden wir, also wüssten wir noch nicht, also hätten wir keinen Zugang, ja. So, dann klicke ich auf Verstehe, aha, okay, klicke auf Nutzungsbedingungen gelesen. Ich klicke, also Brieftasche wiederherstellen, klicke auf Okay, verstehe, weiter und ich werde im Grunde genommen alle 12 Wörter in dieses Feld hier eingeben. Also war mein erstes Wort Fog, also ja, und es beginnt hier möglicherweise auch die automatische Ausfüllung. Ich werde einfach nur mal antippen. Sobald das auftaucht, dann klicke ich auf Ja, auf das Wort und dann auf So, und das mache ich halt für jedes Wort. Und das wird dann automatisch dann aufgefüllt, bis ich dann alle 12 Wörter habe, eingegeben habe und dann auf die Schaltfläche importieren. So, meine Brieftasche wiederherstellen, das dauert eine circa eine Sekunde, bis alles ordnungsgemäß wieder geladen und aufgetaucht ist, so dass ich sehen kann, dass, aha, okay, aktualisiertes Guthaben, hier ist alles nochmal verfügbar, ja, ich habe vollen Zugriff wieder auf alles, was ich, so, ich erhalte nochmal diese Warnung, bitte sichern Sie Ihre Brieftasche, dass Sie, ja, noch einmal alles importieren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Sicherung haben, also wirklich absolut paranoid sein, physische Kopie, keine Kameras in der Nähe, ja, niemand in der Nähe, nicht laut vorlesen, etc. Jetzt werden meine vorigen Transaktionen nicht mehr aufgelistet, da sie nur spezifisch für das Telefon waren, das ich verwendet habe. Aber ansonsten ist alles andere immer noch vollständig da. Ich kann innerhalb von Phoenix immer noch problemlos Zahlungen senden, empfangen. So, noch vielleicht einige fortgeschrittene technische Details. Also bin ich hier wieder auf meinem Haupttelefon, werfen wir einen Blick auf ein paar der ja, Details hier des Backends und schauen wir uns an, was hier mit der Phoenix Wallet hier tatsächlich unter der Haube vor sich geht. Wenn ich hier also nach links unten klicke, Einstellungsrad erweitert, tatsächlich auf die Kanalliste klicke, dadurch werden uns tatsächlich alle Lightning-Kanäle angezeigt, die derzeit mit dieser speziellen Phoenix Wallet verbunden sind und es ist auch mit dieser Phoenix Wallet in der Tat tatsächlich auf Ihrem Telefon eine Lightning-Knoten wird daher ausgeführt und jedes Mal, wenn Sie eine Zahlung erhalten möchten, wird diese über Async weitergeleitet. Wer Async ist, die Leute also hinter der Phoenix Brieftasche über einen Knoten, über ihren Node und richten von ihrem Knoten aus einen Kanal zu ihnen und das eben, das haben sie jetzt mehrere, abhängig von der Größe und Häufigkeit der Transaktionen, die sie tatsächlich empfangen, haben sie möglicherweise mehr als einen einzigen Kanal. Also haben wir hier 300.000 Sets erhalten und diesen Kanal einfach hin und her genutzt und dann habe ich auch eine On-Chain-Transaktion gesendet, 300.000 Sets und das hat einen zweiten Kanal hier geschaffen, wenn ich empfangen würde und tatsächlich können Sie hier sehen, ja, wie die Balance, wie sagen, ja, das Ganze hier ausschaut, die Kapazitäten, der Kanal, also Balance von 296.000 Sets, Kapazität von 325.000 Sets. Der untere Wert hat einen Kontostand von 291.000 Sets und eine Kapazität von 325.000 Sets. Das, was tatsächlich passiert ist, dass ich jedes Mal, wenn ich einen 300.000 Sets-Kanal für den Empfang von Zahlungen geöffnet habe, einen Kanal geöffnet habe, der über diesem Schwellenwert lag, um etwa 25.000 Sets und das hängt von der Größe des mit Ihnen eröffneten Kanals und der Höhe der Zahlungen ab, die Sie jetzt erhalten. In diesem Fall würde ich eine Zahlung erhalten, die über, sagen wir, 70.000 Sets liegt. Hier wird also ein neuer Kanal eröffnet, da ich in jedem dieser Kanäle nur eine X-Menge an eingehenden Datenverkehr habe, so dass ich dann erneut feststellen müsste, dass für die Öffnung dieses Kanals für mich eine Gebühr anfallen würde, diese Kapazität dann aber genutzt werden könnte und ähnlich sich so verhält, wenn ich nur von dieser Wallet aus sende. Sagen wir mal, ich versende ein paar hunderttausend Sets. Das bedeutet, dass ich über Inbound-Kapazität verfüge, sodass ich keine zusätzlichen Kanäle nutzen muss, um den gleichen Betrag wieder zurück zu erhalten. Nichtsdestotrotz können Sie alle Ihre Kanaldetails hier in der Kanalliste sehen. Weiter unten gibt es auch die Option, alle Kanäle zu schließen
Und was dies bewirkt, heißt es, hey, Sie haben derzeit zwei Lightning-Kanäle für einen Gesamtsaldo von rund 588.000 Sets. Diese Guthaben kann an einen Bitcoin-Wallet gesendet werden. Stellen Sie einfach sicher, Adresse korrekt. Sie können Bitcoin-Adresse aus jede Bitcoin-Wallet einfügen, die Sie haben. Vielleicht ist es eine Hardware, vielleicht ist es eine Software-Wallet, was auch immer, aber auf jeden Fall eine Bitcoin-Adresse einfügen, sobald es in dieses leere Feld eingefügt wird, meine Brieftasche. Leuchtet die Schaltfläche auf und könnt darauf tippen. So, die Kanäle werden dann geschlossen. Das Geld wird dann einfach weitergeleitet. Eine Art nukleare Option. Wenn etwas Ungewöhnliches passiert und Sie haben Probleme, haben Sie immer Zugang zu Ihren Geldern, zu Ihrem Bitcoin, können Sie auch hier in die Gefahrenzone begeben. Und dort heißt es, dass das Schließen Ihrer Kanäle erzwungen wird, so dass Sie durch erzwingendes Schließen die Bedeutung, also es bedeutet, dass ohne die Erlaubnis der Knoten, mit denen Sie verbunden sind, ohne die Erlaubnis von Async schließen Sie einen Kanal gewaltsam. Jetzt heißt es, dass das alles kein alles reparieren Zauberknopf ist. Es dient nur als Sicherheitsmaßnahme, sollte nur in extremen Szenarien verwendet werden. Zum Beispiel, wenn Ihr Peer Async dauerhaft verschwindet und Sie daran hindert, Geld auszugeben. In allen anderen Fällen erhalten Sie Ihr Geld. Wenn Sie Probleme haben, also mit Felix, sollten Sie sich wahrscheinlich dann an den Support wenden. Erschließung der Kanäle und so weiter und also das bedeutet, dass Ihr Geld dann tagelang halt dann gesperrt ist, deinstallieren Sie, sonst verlieren Sie Ihr Geld. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie nicht vollständig verstehen, was sie bewirkt. Also wenn ich auf alle Kanäle hier schließen, erzwingen drücke, werden beide Kanäle zwangsweise geschlossen, ohne dass diese Informationen ausgeglichen werden. Wenn das passiert, dann führt dies dazu, dass diese Kanäle effektiv geschlossen werden. Es wird eine Sperrfrist dann geben, die, wie Sie sagten, etwa also 5 Tage oder länger betragen könnte. Aber dann wird das Geld an diese Bitcoin-Adresse gesendet und diese Bitcoin-Adresse wird tatsächlich verwaltet anhand meiner 12 Seed-Phrasen oder Wörter, die wir beim Einrichten der Brieftasche aufgeschrieben haben. Kann ich diese 12 Startwörter dann nehmen und sie in jede vorhandene On-Chain-Brieftasche importieren, die ich möglicherweise habe, zum Beispiel Sparrow-Brieftasche und so weiter auf meinem Desktop, und könnte diese 12 Wörter importieren und der Zugriff auf diese Mittel sofort haben. Ja, ich müsste nur sicherstellen, dass ich einen nativen Segwit-Ableitungspfad verwende, damit ich die richtigen Adressen sehe, die dort mit BC1 beginnen. Denken Sie daran, aber Sie werden diese Funktion wahrscheinlich nie nutzen, außer unter ganz extremen Umständen. Seien Sie also bewusst, dass Sie vorhanden sind. Wenn etwas passiert, können Sie das immer schließen, erzwingen und dann Ihre 12 Wörter in einen normalen Bitcoin-Wallet verwenden und alles wiederstellen. So. Privatsphäre, Gedanken, also letztes, was ich hier ansprechen möchte, die Privatsphäre, die in Bezug auf Ihre Zahlungen sichtbar sind, also wenn Sie das Spiel Phoenix sofort nutzen möchten, werden Phoenix im Hintergrund sogenannte Trampolinknoten verwenden, so dass Ihr Telefon selbst tatsächlich läuft. Mit dem Lightning-Knoten können Sie Zahlungen senden, empfangen. Sie können die Kanäle jederzeit schließen und haben vollständigen Kettenzugriff und ja, und alles einfach. Es ist also nicht verwahrungspflichtig. Sie besitzen Ihre Gelder. Die Weiterleitung der Zahlungen erfolgt jedoch über den Trampolinknoten verbinden mit oder asynchron, also asynchron, um in diesem Mechanismus nehmen Sie sich effektiv die schwere Arbeit, den schnellsten und einfachsten Weg herauszufinden, wie Sie Ihre Zahlung an den Empfänger weiterleiten können. Und das macht die Abwicklung sehr schnell und es ist ein fantastisch. Aber der Datenschutz ist fantastisch, wenn Sie Phoenix sofort verwenden, ohne die Einstellungen zu ändern, wird Ihnen als Absender eine IP-Adresse zugeordnet. Darüber hinaus übernimmt Phoenix die schwere Arbeit, die Zahlung weiterzuleiten und den schnellsten Weg zu finden und den günstigsten Weg zu Empfänger zu bringen, damit es den Zielknoten des Empfängers kennt, und das kennt auch, kann auch eine Einzelperson sein, die Notiz ausführt, das könnte ein Dienst sein, der einen Knoten für mehrere Empfänger ausführt, das irgendwie verschleiert. Im Hintergrund, wer was trotzdem dort bekommt. Es gibt jetzt jedoch einige Kompromisse im Datenschutz. Wenn Sie sich als Absender verschleiern möchten, können Sie in Phoenix in das Einstellungsgrad gehen und im Abschnitt Tour darauf tippen und auf Tour umschalten. Dadurch wird Ihre IP-Adresse ausgeblendet. Beachten Sie, dass Tour-Verbindungen
oder Entschuldigung, Tor-Verbindungen, damit werden Sie sicherstellen, dass die Geschwindigkeit der Transaktionen nachlässt und Sie können zeitweise unzuverlässig sein, sodass Sie möglicherweise von Zeit zu Zeit etwas warten müssen. Möglicherweise müssen Sie neu starten, um eine neue Tor-Verbindung herzustellen. Das ist Ihre Entscheidung auf der Grundlage der Kompromisse, die Sie treffen, die Sie als weitere Sache einfach ansehen, die Sie in Bezug auf eine Kette hier tun können. Das würde also auf die sichtbaren Kanäle und alles in dieser Art Bezug nehmen. Also On-Chain, Sie mit Phoenix zu tun haben. Sie können tatsächlich hineingehen und Ihren eigenen Electrum-Server einrichten, was ich Ihnen auf jeden Fall sich empfehlen würde, wenn Sie also beispielsweise einen Start-Nine-Server oder irgendeinen anderen Server betreiben, welche anderen Node-Implementierungen haben. Wenn Sie Electrum ausführen, diese Informationen kopieren und in Phoenix einfügen, wird dieser Knoten anstelle von Asyncs oder dem von Ihnen verwendeten Standardknoten abgefragt. Das sind sozusagen Ihre Optionen. Sie wissen schon, wenn Sie sich darüber Sorgen machen, schalten Sie das Tor ein, wenn Sie wirklich Informationen zu kopieren oder Knotenpunkten kopieren und dort einfügen möchten. Diese Informationen stehen zur Verfügung. Aber Sie müssen wissen, dass Phoenix oder Async in diesem Fall das Ziel kennt, zu dem Sie eine Route herstellen. Wenn Sie daran nicht besonders interessiert sind, müssen Sie natürlich auch Ihre eigene Infrastruktur betreiben. Denken Sie also daran, dass es einigen Leuten nichts ausmacht, aber wenn Sie im Zweifel haben, schalten Sie das so um. So, finale Gedanken. Also insgesamt denke, dass Phoenix eine großartige Option für die Einbindung ist, Leute zu Bitcoin und Lightning heranzuführen. Ich wage zu sagen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos mein Standard-Onboarding-Mechanismus für Leute sein wird oder würde, die in Bitcoin eintauchen wollen. Es bringt sie direkt in die Selbstverwahrung und verschleiert die kompliziertesten Teile im Hintergrund und alles andere läuft mehr oder weniger automatisch. Man muss nicht mehr nachdenken und es bringt sie dazu, ihre eigenen Seed zu sichern und in diesem Fall werden sie sich auch erholen können und glaube, dass ich irgendwie. Ja, es ist also das auf jeden Fall vorzuschlagen, dass es andere Optionen gibt, aber die Kompromisse, die ich bei den Optionen gesehen habe, ich denke, ich werde von nun an standardmäßig auf diese zugreifen, aber ich würde gerne auch von euch hören, was ihr denkt. So, noch einmal eine kurze, kompakte Zusammenfassung, also meine Gedanken dazu, meine Position dazu zur Phoenix Wallet. Phoenix Wallet ist ein exzellente Mobile Wallet, On-Chain, aber als auch Lightning-Transaktion, weil alle Prozesse im Hintergrund automatisch ablaufen. Da braucht man keine, also nicht Lightning und Inbound, Outbound und alles ausgleichen und dabei. Also alles passiert automatisch. Was auf jeden Fall gut ist, ist, dass man Phoenix Wallet, und das sollte man auch also einfach über einen Knopf einfach einschalten, Tor aktivieren und über den eigenen Verknüpfungspunkt, über den eigenen Full Node verbinden, zwecks ja, Erhaltung und Steigerung der Privatsphäre oder ja. Und ja, ansonsten, ich würde diese Phoenix Wallet definitiv auch für Bitcoin-Beginner, Anfänger, Noobs, wie man so schön sagt, empfehlen. Also bitte teilt dieses Video mit euren Freunden, mit eurer Familie. Und ja, und das Einzige ist wirklich, was absolut existenziell wichtig ist, ist einfach nur die 12 oder 24 Wörter aufschreiben. Ganz sicher und paranoid, wo keine Kameras sind, nicht laut aussprechen, etc. etc. Ja, also einfach sicher physisch aufbewahren. Wie, das überlasse ich eurer Fantasie, ob das jetzt laminieren wollt oder ja, also einfach auch vielleicht feuerfest irgendwo in einem. Da gibt es auch ganz tolle Produkte mittlerweile. Da kann ich auch noch Links zu diesem Produkt, CryptoTag, glaube ich, heißt das. Eigentlich sollte es Bitcoin Tag heißen. Aber es gibt verschiedenste Stahlprodukte oder Titaniumprodukte und so weiter. Wie auch immer. Es ist ein nutzerfreundliches Produkt und ja, ein tolle Wallet. Und man kann jeden damit auch onboarden, also einschulen und sozusagen in die Welt von Bitcoin einführen. Mein Name ist Kevan Davani, ich bin der Host der Davani Connection Show. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Vorschläge habt, bitte schreibt mir über Direct Message, E-Mail, Twitter, X, Telegram oder LinkedIn oder wie auch immer. Und ja, teilt mir eure Gedanken und eure Wünsche, Vorschläge mit. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.